Colasso, du sollst mich doch nicht in der Schule anrufen. Du weißt, wie wichtig mir meine Ausbildung ist. Aber echt jetzt, ruf mich hier nicht mehr an. Nicht auflegen! Dark Mayhem möchte sich morgen deine ersten Chronikeinträge ansehen. Och, das ist furchtbar. Allerdings, wir verpassen dann wohl unsere Hasenfreunde-Gruppe. Nein, Bradford hat sich meine Chronik geschnappt und sie in sein Büro geschlossen. Na und? Stiehl sie dir wieder zurück. Wollte ich ja, aber es gab ein kleines Problem. Max Thunderman, halt dich von der Tür fern, du Versager! Wenn du Dark Mayhem nichts vorlegen kannst, bist du geliefert. Du solltest deine Ausbildung wohl doch etwas ernster nehmen. Aber ernsthaft, ich muss irgendwie vorbei an seinem Sicherheitssystem. Ein Moment. Ah, die Gruppierung der Green Teens gießt die Pflanzen der Schule und hat Schlüssel für jedes Zimmer. Auch für Bradfords Büro. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Mich öfters anrufen? Du erzählst mir nie, wie dein Tag war. Ich wusste, du hast den Schneid, die Regenrinne allein zu reinigen. Aber klar, Schatz. Die Reinigung des Hauses fällt mir ebenso leicht wie die Jagd auf Verbrecher. Darum werden wir uns morgen kümmern. Mom, Dad, guck mal. Billy hat mir diesen coolen Zauberhut gebastelt. Und Nora für mich diesen schwarzen Pizzaschachtelhut. Das nennt sich Dr. Gantenhut, Billy. Präg dir dieses Bild ein. Das wirst du in echt niemals sehen. Ich freue mich, dass ihr euch amüsiert, aber ich hoffe, dass ihr nicht vergessen habt, die Schere wieder aufzuräumen. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Chloe kann sich überall hin teleportieren. Aus diesem Grund gehen wir auf die Toilette in der Bücherei. Keine Sorge, wir haben die Schere aufgeräumt. Ja, wir sind nicht komplett verantwortungslos. Gut, dann entschuldigt uns jetzt kurz. Wir bringen ein paar überfällige Bücher zurück. Ich hab die Schere nicht aufgeräumt. Und du? Das tue ich nie. Ich hab die Schere gefunden. Was hast du getan? Na, die Haare geschnitten. Oh nein, wenn Mom und Dad das sehen, sind wir geliefert. Ich weiß, wie wir das lösen. Ein Schalenschnitt. Bam. Diesen Hut hast du nicht verdient. Gut, und für das Abschlagsgrün ausschließlich frisch geschnittenes Bermuda-Glas. Wir haben hier gerade eine Besprechung. Zeig etwas Respekt, Phoebe. Wir besprechen die Details für unser Golfteam. Wir haben kein Golfteam. Wir haben kein Golfteam. Oh. Gut, dann reden wir jetzt über das Wasser noch. Er darf nicht damit durchkommen, Leute. Gibt's einen Plan, wie wir ihn besiegen? Der Elefant, aus dessen Exkrementen das Shirt ist, soll durch die Schule stampfen. Keine Schule, kein Bradford. Die stinkende Pflanze lebt. Nein, wir können die Schule nicht zerstören. Nein, wir können die Schule nicht zerstören. Sorry, ich find's witzig, wenn Bradford das tut. Also, heißt das, wir haben nichts? Ihr habt mich. Ich präsentiere oben auf Seite 50, Kapitel 9, Zeile 3 in der Schulverordnung. Oh, Allison, das ist der Punkt, an dem Max vorgibt, nett zu sein. Eine schulische Gruppierung ist befugt, ein Vorhaben des Schulleiters aufzuheben, sofern 2/3 der Schülerschaft eine Petition unterzeichnen. Und dann mache ich sowas wie das. Moment, das war ein guter Plan. Klar.